Hallo? Hallo, 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 weiter geht es mit Kok. Willkommen dazu, ich bin der Lars, ich grüße euch ganz herzlich zu einem weiteren Video hier auf diesem wunderbaren Kanal. Nach super langer Zeit sind wir wieder am Start hier in der Welt von Clash of Clans bei Kok. Und heute habe ich was ganz Spezielles und ganz Geniales für euch vorbereitet. Mit richtig viel Schlagsahne oben drauf, mit einem Löffel geklatscht und zwar eine richtig geile Gruppenkombination. Sie nennt sich die Tunnelschweine, irgendwas, keine Ahnung, der Tunnelritt, keine Ahnung, der Schweinetunnelritt, und zwar die Tunnelgräber plus die Schweinchen sind hier am Start und sie werden rasieren, wie sich das gehört, gegen den Strich, wie man hier sieht, Afro-Style plus Helmchen auf dem Kopf. Das sind die beiden jungen Freunde hier, Level 1 Tunnelgräber, Level 5 Schweinchen. Ich bin gespannt, was diese Kollegen können. Natürlich ist logisch, ist eine Troll-Zusammenstellung, aber wir ignorieren komplett die ganzen Mauern. Wir countern die Mauern, so gehört sich das. Einfach weggecountert. Scheiß auf 11er, 12er, 13er, 17er Mauern, 7000er Mauern. Ist scheißegal, wir haben die Tunnelgräber und die Schweinchen. Die können rasieren, sie werden es machen und ich bin gespannt, was für ein geiler Dorsch das wird. Ich habe schon mal die Leute im Clan angefragt, von wegen, lass mal ein paar Kämpfe machen. Ich will euch kurz eben vernichten. Nein, sowas nicht. Was wir dabei noch haben, und zwar Helden natürlich, 40er Queen, Max, hey, 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 30er King, 2 Gift, 1 in der Clanburg, noch ein paar Schweinchen hier gemaxt, sogar in der Clanburg, 7 an der Zahl, Level Nummer 6. Genauso wie 3 wunderbare Wutzauber und 2 Heal. 2 Heal für die Schweinchen und 3 Wut für die Tunnelgräber. Ich bin gespannt, was passiert und ich bin gespannt, wie das gleich ausgeht, Leute. Es geht los hier, wir werden Rathaus 10 angreifen, wir werden Rathaus 9 angreifen, so viel wie möglich, damit wir abchecken, ob diese Armee irgendwas kann. Er ist natürlich trollmäßig, trotzdem, wir müssen 3 Sterne holen. 3 sind Pflicht. Wir schauen mal kurz. Wir schauen und wir werden jetzt loslegen. Ich habe schon mal einmal angegriffen hier, just for fun. Haben wir ausgetestet, damit ich hier nicht wie ein Vollidiot angreife. Deswegen schauen wir kurz nach hier. Gemaxter Rathaus 9er. Bis auf Mauern und Helden. Das müssen ja 3 werden. Da ist kein Inferno. Ich sehe kein Inferno. Und meine Damen und Herren, das wird es jetzt auch. So, ich rieche hier schon irgendwie Riesendoppelbomben. Und die Riesendoppelbomben natürlich gegen Schweinchen bzw. gegen Tunnelgräber ist halt nicht so geil. Aber trotzdem, wenn wir jetzt hier angreifen. Ich bin gespannt, was wir hier reißen und ich würde sagen, von wo gehen wir denn rein? Von oben vielleicht? Von oben? Oder wir gehen echt von der Rathausseite? Ist vielleicht so ein, da werden bestimmt die ganzen Teslas sein. Scheißegal, Angriff. Angriff ist die beste Verteidigung. Einfach rein und weglümmeln die ganze Scheiße. Wir werden vorgehen mit King und Queen, damit die ein bisschen die Außenwunde wegmachen. Wir müssen natürlich daran denken, dass die Tunnelgräber auf alles gehen, damit, deswegen sollen die in die Mitte ziehen. Also schön Außengebäude weg und die Schweinchen gehen wohl auf Verteidigungsgebäude. Aber Tunnelgräber, wie schon erwähnt, gehen halt auf alles. Auf wirklich alles. Auf alles gehen. So, der King bekommt schon in die Fresse. So, noch ein bisschen warten hier, wegen Außengebäude und den ganzen Scheiß. Der King räumt hier noch ein bisschen auf, das ist okay. Der King wird jetzt hier gezündet. Jetzt kommen die Tunnelgräber. Jetzt kommen die Tunnelgräber. Von beiden Seiten, wie sich das gehört. So, da kommt die Klamburg raus. Scheißegal, wir setzen sogar mal einen Heal-Zauber hier hin. Warum? Weil die Schweinchen jetzt kommen und die Queen kann auch ein bisschen was. Die King muss gezündet werden, die King wurde gezündet. Wir setzen noch den Scheiß hier hinterher. Wunderbar, die Schweinchen müssen jetzt kommen. Schweinchen, 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 go, 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 go. Schweinchen, Power Ranger. Los, rein der Jungs! Rein der Jungs! Zeigt, was ihr könnt, Jungs. Zeigt, was ihr könnt. Wo sind die Tunnelgräber? Die Tunnelgräber sind da. Wir droppen einen Wutzauber für die Tunnelgräber. Das ist okay. Wir gucken. Oh, da sind doch Riesenbomben hochgegangen. Für die Tunnelgräber trotzdem sind nicht ganz so viel Damage bekommen. Das ist okay. Einen Heal-Zauber haben wir noch. Die Queen rasiert hier gerade auch gegen den Strich. Wir werden dann mal als nächstes den Heal hier rein droppen. Ein Wutzauber für die Tunnelgräber. Die gehen gerade ein bisschen auf Außengebäude, was mir gar nicht so gut gefällt. Die sollen lieber in die Mitte ziehen. Die Queen muss sich hier durch die Mauer boxen. Scheißegal. Wir haben hier schon einen Two-Star. Einen Two-Star haben wir schon. Tunnelgräber, okay. Da kommt gleich Doppelriesenbombe. Ich sehe es schon kommen. Leben noch ein paar Tunnelgräber? Es leben sogar noch einige. Wir droppen mal hier einen Wutzauber rein und wir droppen da oben Wutzauber rein. Und jetzt geht's los. Go, go, go. Ganz viel Wut. Da kommt die Riesenbombe. Die haben überlebt, die Schweine. Jawohl, das wird ein 3-Sterne-Bombs. Oder schaffen wir das? Schweinchen sind auch da. Das können 3 werden. Das können 3 werden. Das können 3 werden, Leute. Ich rieche es. Ich rieche 3. Oh. Das können echt 3 werden. Oh, 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 oh. Ja, doch. Es funktioniert. Es funktioniert. Es funktioniert. Natürlich gegen Rathaus 9er ist logisch, als mit Rathaus 10er Truppen. Obwohl, wir haben nicht gemaxte Truppen. Ist okay. 100%. Schön. Gefällt dem Lars. Sehr, 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 sehr geile Schlagsahne. So, auf 100% geklatscht. So, wie sich das gehört. Die Base ist aber auch scheiße. Ja, das stimmt wohl. So, wen haben wir noch hier? Kurz aussperren, weiter geht's hier mit einem Rathaus. Oh, wow, 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 okay. Rathaus 10er, Max-Verteidigungstruppen. Der Vorteil, der hier ist, Single Inferno. Das könnte ein Vorteil sein, aber trotzdem ist ich hier gerade ein bisschen schwatt. Wie kommen wir denn da rein? Wie kommen wir denn da rein? Wie können wir denn hier allgemein irgendwas zerstören? Oh, ja, ja, die werden komplett außenrum zulaufen. Die Schweine genauso wie die Tunnelgräber, die werde ich in die Mitte ziehen. 2 Sterne, eieiei, das wird ein hartes Ding. Das wird ein hartes Ding. Trotzdem tryen wir das. Ich bin gespannt. Wir gehen auf 50%.
Ich glaube, wir gehen auf 50%. Oder wollen wir echt das Rathaus versuchen? Natürlich, wie gesagt, da sind nur Single Infernos. Gegen unsere Truppen. Single Inferno richtig scheiße. Wir schauen. Wir gucken, was abgeht. Und ich bin gespannt, was wir jetzt schaffen. Angriff. Scheißegal. Angriff. Wie sich das gehört. Jetzt kommt der Rathaus Nummer 10er. Max, scheißegal. 3 Sterne. Wir gehen von oben wieder rein. Beziehungsweise von der Seite hier. Hat letztes Mal gut geklappt. Wieder schön Außengebäude snacken. Das ist okay. Können jetzt schon mal ein paar Schweinchen eigentlich droppen. Schweinchen kommen. Wir droppen einfach alle Schweine. Scheißegal. Alle Schweine sind raus. Das ist okay. So, Schweinchen sind raus. Sehr, sehr geil. Der wird gerade ein bisschen aufgeräumt. Das ist auch soweit okay. Wir warten jetzt. Wir warten. Wo laufen sie oben hin. Da kommt der erste Heal. Wunderbar. Da kommt der Giftzauber. Hier für den Scheiß. Das ist auch soweit okay. Für den ganzen kleinen Scheiß. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. So, Tunnelgräber kommen jetzt. Tunni. Oh Gott, nein. Die Klarburg zerstört meine ganzen Schweine. Warum blocke ich vorher einfach nicht die Klarburg? Ich hab doch Schweine. Meine Fresse bin ich schlecht. So, Tunnelgräber rollen aber schon auf. Das ist okay. Ich drück mal hier einen Wutzauber rein für die. Das ist sogar, glaube ich, ganz knusprig. Der Kimi gleich gezündet. Oh, die Klarburg, da liegt noch so viel. Oh Gott, die Klarburg. Mein King. Mein King. King muss gezündet werden an der Stelle hier. Der bekommt dick einen auf den Sack. So, wo sind die Tunnelgräber? Die Tunnelgräber sind hier am Start. Ich sehe sie gar nicht mehr. Also voll über. Da muss er mal hier die Übersicht behalten. So, dann zünden wir da. Ich hab die Queen nicht gezündet. Ich hab die Queen nicht gezündet. Man muss echt mal die Übersicht behalten, wo diese verdammten Tunnelgräber sind. Die sind richtig flink unterwegs. Die sind richtig flink. So, wir heilen mal kurz rüber. Ist, glaube ich, ganz cool. Droppe noch Wutzauber, aber zumindest. Zumindest packen wir die 50%. Das war nicht optimal gemacht. Wir hätten vielleicht erst die Tunnelgräber und dann die Schweine. Wäre, glaube ich, sinnvoll gewesen, weil die Tunnelgräber mehr aushalten. Die Tunnels. Die Tunnelboys. Wir machen das erstmal anders. Und zwar erst die Tunnelgräber. Die halten mehr aus. Und dann um mit Klamburglocken. Am besten noch mit Klamburglocken. Das kann man machen. Wir haben Giftzauber dabei. Das ist okay. Das kann man machen. 56%. Das ist ein One-Star. Immerhin besser wie nichts. So, wen haben wir noch hier am Start? Hier noch ein Rathaus-Szener. Habe ich doch gesehen. Noch ein Rathaus-Szener hier. Snacken wir auch kurz. Hier Multi plus Single Inferno. Böse, böse Aua. Hier werden wir natürlich das ganze Land nochmal versuchen. Ob wir in die Mitte kommen. Wir werden von unten reingehen. Von unten, wir gehen lieber von der Multi-Inferno-Seite, oder? Von der Multi-Inferno-Seite wirklich? Ei. Lieber von der Single, wir gehen von der Multi-Inferno-Seite. Hier bräuchte ich einen Freeze. Hier bräuchte ich auf jeden Fall einen Freeze. Scheißegal, brauchen wir gerade nicht. So, los geht's jetzt wieder. Erstmal versuchen wir die Klamburg zu locken, wenn's geht. So. Mal kaputte Scheiß. Klamburg kommt, wunderbar. So gefällt mir das. Klamburg wurde gelockt. Richtig geil hier an der Stelle. Da ist alles draus, glaube ich. Jetzt kommt King und Queen. Diesmal sind wir schlauer unterwegs. Manchmal bin ich ja auch schlau. Aber nur manchmal. So, hier der Gift drauf. Das ist okay. Noch ein Gift drauf. Wir haben ja 2 an der Stelle hier. Das ist okay. So, jetzt kommen ein paar Tunnelgräber hier. Ein paar Außengebäude zu snacken. Das ist, glaube ich, soweit okay. Der King bekommt schon sehr, sehr böse. Die müssen sogar schon zünden. King muss schon gezündet werden, was natürlich ein bisschen blöd ist. Schön, Außengebäude sind kaputt. Wunderbar. Jetzt kommt der Rest von den Tunnelgräbern. Die sollen alle in die Mitte reinziehen. Sollten sie. Machen sie auch. Wunderbar. So, da kommen die Schweinchen jetzt. Schweinchen am Start. Und jetzt gibt es Damage, Leute. Meine Damen und Herren, jetzt kommt der Damage. Wir müssen echt jetzt Gas geben hier. Oh, eine Riesenbombe gleich am Start. Und hier ist aber drüber gedrückt. Wir müssen echt schnell den Inferno down bekommen. Der Inferno muss schnell weg. Der Inferno muss schnell weg. Der Inferno. Hallo. Mach den. Ja, der ist down. Der ist der Wut in der Mitte reingedroppt. Die Queen muss eigentlich gezündet werden. Wir droppen noch einen Heal rein. Die Queen muss gezündet werden. Oh, es war knapp hier an der Stelle, dass wir es noch gepackt haben. Leben Tunnelgräber noch. Die leben noch. Kriegen wir das Rathaus? Kriegen wir das Rathaus? Kommt noch ein Wut drüber. Rathaus. Ja! Komm, dann ist der King da. Jetzt ist der King da. Wir kriegen das Rathaus nicht. Oh, es war so knapp am Ende. Es wird nicht mal ein One-Star. Es war so knapp am Ende. Oh Gott, die Schweine waren halt instant tot durch den Multi-Inferno. Und da war noch eine Riesenbombe. Der Heal hat nichts gebracht. Das war einfach useless. Gegen Infernos brauchst du keinen Heal-Drop. Ich weiß, da hätte ich Freeze mitnehmen müssen. Ah, diese Rathaus-Szene. Sind viel zu OP. Kann ich gar nicht verstehen. Sehr gut. Okay, das ist das soweit. Haben wir noch einen, den wir angreifen können? Haben wir noch einen? Hier, der Apfel noch. Den Apfel können wir noch angreifen. Alles gleich, wir checken noch kurz ab, was mit Apfel hier geht. Ist auch mit einem Rathaus-Szener. Ich würde ja lieber Rathaus 9 angreifen. Es funktioniert bei Rathaus 9. Hier nur Level 2 Infernos. Das kann man sich vielleicht mal überlegen, hier mal rein zu ballern. Ja, das Rathaus wäre geil. Das Rathaus wäre geil. Ich gehe gleich von der Seite rein, wo das Rathaus ist. Wo ist die Klamburg? Da oben. Boah, die ist echt mittig zentral. Das ist richtig blöd. Richtig blöd ist das. So, hier ein paar Würstchen rein. Die alten Kollegen hier. Mal kaputt den Shit. Klamburg wird nicht mal gelockt. Alles Lärchen. Richtig geil gemacht, Lars. Boah, die Klamburg ist echt scheiße. Machen wir es so. So. Nochmal kurz 3 Stück rein.
Klambo kommt. Ach, die ist leer. Ich will sie locken. Sie ist leer. Alles klar, so gefällt mir das. Hups, auf den Kick gezündet. Läuft dabei. Läuft auf jeden Fall. So, jetzt werden wir auf jeden Fall hier mal die Tunnelgräber setzen. Die sollten in die Mitte ziehen. Ja, ja, ja. Richtig geil, richtig geil. Jetzt kommen wir mit den Schweinen auch noch von der Seite. Vielleicht sollten wir lieber von zwei Seiten komplett sinnvoller. Scheißegal. Jetzt aber rein und Damage. Wurzauber drüber. Damit sie schnell hier den Single-Defender wegbekommen. Die Schweinchen laufen gut, das ist soweit okay. Den Nesten gut hier in der Mitte rein. Da kommt eine Riesenbombe. Wir müssen echt hier mal gerade einen Heal drauf. Oh, Schwein überlebt. Schwein überlebt. Die Schweine überleben. Richtig geil. Die Kinder sind noch am Start. Die Tunnelgräber rasieren hier gerade und werden gerade einfach von dem Multi-Inferno weggebumst. Die Level 1 Boys werden von dem Multi-Inferno weggebumst. Da hat man es gesehen. Tunnelgräber gegen Level 1 Inferno oder Level 2 Inferno. Riesenbombe. Und natürlich. Da wollte ich noch was machen. Es hat sich aber nicht mehr gelohnt. Schade. Also wieder zumindest ein One-Star. Immerhin können wir sagen, wir sind nicht ganz so scheiße. Aber gegen Inferno, diese Mast-Taktik ist nicht ganz so gut. Kann ich keinen empfehlen. Wenn man gut freest, vielleicht. Ja, mit dem Valkyren kann man sogar mit den Tunnelgräber machen. Aber man bräuchte Level 3 Tunnelgräber, beziehungsweise gemaxte Tunnelgräber und gemaxte Schweine. Sonst hat man da keinen Stich. Und freeze. Freeze ist wichtig. Und in der Zeit, wo gefreezed ist, muss man mit dem Wutzauber wirklich arbeiten, sodass die Tunnelgräber dort aufräumen. Aber ich glaube, allgemein kann man mit Max Tunnelgräber oder und dazu die Schweine nicht so viel reißen. Ging gerade aus 9er, sieht man. Erster Angriff gleich 3 Sterne, 100%. Ist okay. War ein gemaxter, hupsala, Entschuldigung, gegen Mikro gehauen, läuft bei mir. War ein gemaxter Rathaus 9er, außer Helden und Mauern. Von daher ist es okay, es ist möglich, aber ja, zurzeit einfach. Es geht nichts über die Valkyren. Die Valkyren rasieren zurzeit alles. Die drehen sich einfach. Das ist zu viel Schlachtsahne. Da spritzt einfach alles in 63 Grad. Das ist zu krass. Das ist wie so ein Mixer, wo man rummixt die ganze Schlachtsahne ohne einen Deckel drauf. Weißt du? Das ist halt zu viel Rumgespritze. Das kann man zurzeit nicht toppen. Deswegen sind die Valkyren die Nummer 1 gegen Rathaus 10 auf 3 Sterne. Beziehungsweise auch auf 2 kann ich nur Valkyren gemaxt empfehlen. Habe ich ja. Die sind richtig geil und spielt ja eh jeder zurzeit. Naja. Ja, Leute, das war's auf jeden Fall mit den Max-Tunnelgräber, beziehungsweise mit den, sind ja keine Max, sondern mit ganz vielen Tunnelgräber und ganz vielen wunderbaren Schweinereiter, die alten Hogrider, beziehungsweise Schweinebärreiter, wie ich sie auch sehr gerne nenne, South Park for the Win. Und wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich freuen über ein Däumchen nach oben, seinen Haufen Super Nasser Boys reingehauen. Bis zum nächsten Mal. Und tschüssi.